Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin Trainer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland und Österreich. Und neben mir steht Chris Böhm, ein erfolgreicher BMX-Künstler und viele Creator, die uns heute hier unterstützen. Wir setzen hier in Berlin am Hauptbahnhof im Herzen der Stadt ein Zeichen für den Kinderschutz. Und ich danke euch, ich danke dir, Großer, dass ihr mich und uns alle dabei unterstützt. Kinderschutz ist unverhandelbar und geht uns alle an. Auch dir, Carsten, dass du dich so einsetzt für so viele Kinder, so viele Menschen. Natürlich auch die ganzen Creator, die heute hier sind, die auch nochmal einzeln alle persönlich kennenlernen werdet. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur ein Zeichen setzen, sondern dass wir Impulse setzen. Impulse, dass ihr auch Gesicht zeigt, dass ihr auch für das Gute im Leben einsteht. So, hallo Leute, ich bin Sebi, zweifacher Breakdance-Weltmeister. Wir sind heute hier mit Carsten Stahl, mit Chris Böhm. Wir geben den Kindern unsere Stimme. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind das Wichtigste, was diese Welt hervorbringt. Und deswegen stehen wir hier mit unserem Gesicht, mit unserer Stimme gegen Missbrauch, gegen Gewalt, gegen Mobbing. Und wir gucken nicht weg, wir gucken hin. Und das sollte jeder von uns tun. Heute hier Nora, Moderatorin, Tänzerin, letztens bei Calcio Candela. Schön, dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich hier dabei sein darf. Wir stehen hier für die Kinder ein. Kinder sind unsere Zukunft. Das heißt, gesunde Kinder heißt auch gesunde Zukunft. Und genau dafür wollen wir uns einsetzen, dass wir gesunde, mental gesunde Kinder haben. So, Carsten, heute haben wir den größten Mann aus Deutschland, Schweiz, Österreich hier. Yannick, schön, dass du da bist. Hey Chris, danke, dass ich hier sein darf. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken und bei Carsten auch, dass ihr heute hier seid und euch für Kinderschutz einsetzt, gegen Mobbing und auch für gegen die Gewalt gegen Kinder. Ich persönlich kann eigentlich große Worte vor Mobbing sagen, weil viele denken immer, okay, ich bin so groß, ich war nie Mobbing-Opfer. Aber die Menschheit ist halt einfach so, bist du nicht in der Norm, dann gehen sie auf dich los. Und das ist einfach nicht in Ordnung und ich finde, das gehört geändert. Mein Name ist Dennis Bro, ich bin seit über 8 Jahren YouTuber. Ich bin gemeinsam hier mit Carsten Stahl und Chris Böhm und vielen anderen Creatoren und wir setzen uns gemeinsam gegen den Missbrauch und die Gewalt von Kindern in Deutschland ein. Die Kinder haben in Deutschland eine viel zu kleine Stimme, dafür setzen wir uns ein. Ich wurde selber sehr viel in der Schule gemobbt. Daher weiß ich, wie schlimm das ist, gemobbt zu werden. Deswegen gegen das Mobbing von Kindern, ganz, ganz wichtig für die gute Entwicklung und stoppt den Missbrauch. Jetzt haben wir Marvin hier. Er ist ein sehr erfolgreicher TikToker. Schön, dass du da bist, Marvin. Servus, ich bin Marvin TSP. Ich freue mich, heute hier zu sein. Cybermobbing ist ein ganz schlimmes Thema. Und ich sag mal so, ich als erwachsene Person kriege das Ganze noch ab. Und da muss man erstmal denken, wie es den Kindern geht heutzutage. Wir müssen da auf jeden Fall was dagegen machen. Deswegen setze ich mich heute dafür ein. Jetzt möchte ich euch einer der größten Creator Deutschlands vorstellen, Mido Vibes. Hi Leute, ich bin's Mido Vibes und ich bin heute hier mit Chris Böhm, Carsten Stahl und der gesamten Community für den Kinderschutz. Und mein Appell an jeden, erst denken, dann schreiben. Versetzt euch in die Lage des Empfängers, überlegt, ob ihr diese Nachrichten, die ihr abschickt, auch gerne bekommen würdet. Und natürlich ist Mobbing ein sehr wichtiges Thema und ich möchte nochmal explizit aufs Thema Cybermobbing aufmerksam machen. Und hier haben wir einen Newcomer, der auf TikTok gerade durchstartet und der uns auch unterstützen möchte hier im Kinderschutz. Nico, du hast einen sehr wichtigen Namen, weißt du warum? Warum? Mein Sohn ist der Grund, warum ich gegen Mobbing und für den Schutz der Kinder kämpfe. Und weißt du, wie mein Sohn heißt? Auch Nico. Nico. Stark. Also Nico, leg los. Also ich bin der Nico, ich wurde leider früher auch gemobbt in der Schule. Also es kam halt ein Neuer in der Klasse und durch einen Sprachfehler von mir, da hat er sich darüber lustig gemacht. Und alle haben dann auf einmal mitgemacht und das hat mich so fertig gemacht. Meine Mama war auch damals bei Schulleitung und so. Ich habe mich trotzdem immer wieder aufgerappelt. Ich habe es auch schon im Internet erlebt, dass ich halt runtergemacht worden bin. Ich habe mir auch was tätowieren lassen. Never give up, Leute. Merkt euch das. Niemals aufgeben, egal wie. Immer wieder aufstehen und weitermachen. Elmar und Katharina, Motivationscoach, Sängerin. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch, hier dabei zu sein. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Mobbing. Und ich persönlich, wo ich nach Deutschland kam, habe ja auch dieses Mobbing erlebt und kann wirklich nur eins sagen. Es gibt ja zwei Dinge. Entweder macht dich das kaputt oder stärker. Eins ist wichtig, falls du vom Mobbing betroffen sein solltest, jeder, der das sieht, wartet nicht ab. Lasst das nicht mit euch geschehen, sondern sucht Hilfe, zum Beispiel Carsten Stahl. Es gibt viele tolle Menschen, die euch da unterstützen. Das Schlimmste wäre, dass man sich zurückzieht und einen bleibenden Schaden bekommt. Deshalb setzen wir dieses Zeichen und ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich bin Sängerin und mit Musik möchte ich sehr viele Menschen
beeindrucken, bewegen und auch in den Texten, dass die Kinder auch mehr Freude haben, so wie ich, da ich aus Kasachstan komme und es selbst erlebt habe, dass wir auch die Kinder motivieren, eher positiv in die Zukunft zu schauen, als gewalttätig zu werden und alles. Und deswegen stehe ich dafür zu. Alle stehen hier am Hauptbahnhof in Berlin, im Herz von Berlin und setzen gemeinsam ein Zeichen zum Schutz unserer Kinder. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und wir müssen alle gemeinsam, nicht nur wir alle gemeinsam unsere Kinder schützen. Damit sie eine Zukunft haben, dürfen wir nicht wegsehen bei Mobbing, Gewalt, Hass, Missbrauch. Wir dürfen nicht schweigen. Das tun viel zu viele. Denn Kinderschutz ist...